Altersteilrente, der Doppelverdiener-Trick als Hinzuverdienst-Turbo nutzen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Überschrift mag ein bisschen martialisch klingen. Ja, Hinzuverdienst-Turbo, Altersteilrente, Doppelverdiener-Trick und so weiter. Aber wir wissen ja eines, in Deutschland ist das Leben sehr, sehr teuer. Auch für Seniorinnen und Senioren ist es schwierig oder für viele von denen ist es sehr schwierig, mit dem Altersruhegeld dann später einmal klarzukommen. Die deutschen Renten sind im Schnitt gegenüber anderen EU-Ländern doch deutlich niedriger. Wir kennen den Vergleich von Österreich und Deutschland. Bei den Männern sind es knapp 1.000 Euro weniger Rente, die man hier in Deutschland bekommt bei vergleichbarer Tätigkeit. Ja, und viele von Ihnen stellen sich natürlich die Frage, reicht das aus, was ich später einmal bekomme, um im Alter leben zu können, oder muss ich noch neben der Rente arbeiten gehen oder gehe ich vielleicht besser in die Altersteilzeit? Welches Modell ist eigentlich besser für mich? Und ich habe Ihnen einfach mal jetzt in dem Video hier, möchte ich Ihnen einfach mal klar machen, um was es hier geht und ob das Altersteilzeitmodell tatsächlich dann wirklich besser ist oder ob die Teilrente dann tatsächlich für Sie besser ist, ist dann noch eine Frage der individuellen Betrachtung, aber ich gehe auf beide Sachen einfach mal ein. Ja, meine Damen und Herren, die Altersteilzeit ist nichts anderes als ein besonderes Arbeitsvertragsmodell. Es wird vielfach vor Beginn der Rente genutzt und auch angeboten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren im klassischen Sinn in einem Blockmodell, dass der Arbeitnehmer für eine bestimmte Zeit noch arbeitet, voll arbeitet, dafür weniger Geld bekommt und dann in der zweiten Phase des Blockmodells dann zu Hause bleibt bei gleichbleibendem Gehalt. Altersteilzeiteinkommen sind Pflichtbeitragszeiten, die werden ganz normal in der Rente berechnet. Sie haben nur den Nachteil, meine Damen und Herren, dass das, was in Altersteilzeit als Verdienst sozusagen in der Rente berechnet wird, oftmals niedriger ist als das, was Sie bekommen würden, wenn Sie Vollzeit arbeiten gehen. Aber das wissen die meisten von Ihnen. Oft zahlt auch der Arbeitgeber über tarifliche Bestimmungen, wenn es noch Altersteilzeit geben sollte, dann noch einen gewissen Ausgleich für den Rentenverlust oder aber auch einen Ausgleich für den entstehenden Abschlag, wenn man dann nach der Altersteilzeit in die vorgezogene Altersrente mit Abschlägen gehen muss. Und da kommt schon das Wort muss. Das heißt also, Altersteilzeit ist doch eine recht starre Regelung. Ja, Sie sind dann tatsächlich an die Altersteilzeitvorgaben gebunden und Sie müssen dann letzten Endes sich entscheiden, ob Sie nach der Altersteilzeit, das ist nicht gesetzlich zwingend vorgesehen, in Rente gehen oder etwas anderes machen oder vielleicht sogar in die Arbeitslosigkeit, dann mit einer Sperrzeit. Aber letzten Endes ist die Altersteilzeit doch ein recht starres Modell und zwingt Sie sozusagen, sich in diesem Rahmen zu bewegen. Und was Sie bei der Altersteilzeit auch nicht machen können, unbegrenzt, ist dazuverdienen. Oftmals ist es so geregelt, dass Sie in der Altersteilzeit entweder in der aktiven Phase oder in der Ruhensphase nur einen maximalen Hinzuverdienst bis 538 Euro Minijob haben dürfen. Natürlich müssen Sie da vorher den Arbeitgeber fragen. Und deshalb bietet das Gesetz im Rentenrecht die sogenannte Teilrente als Altersrente an. Und ich finde das jetzt mal gar nicht so schlecht, dass die Teilrente als Altersrente hier letzten Endes einen Ausweg aus dieser Situation mit dem starren Altersteilzeitmodell bietet. Ausgangspunkt dieser Teilrentensituation ist das Jahr 2017. Sie kennen das unter dem Stichwort Flexi-Rente. Ja? Da hat der Gesetzgeber, das ist ein politisches Wort, es ist keine eigene Rentenart, hier ein System geschaffen, dass Sie als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer flexibel entscheiden können, wann, wie und zu welchen Bedingungen Sie in Rente gehen können, vielleicht daneben noch arbeiten und so weiter. Und die Krone auf dem Ganzen hat ja letzten Endes eine Änderung der Rechtslage gebracht durch die Deutsche Rentenversicherung, die seit 2023 dürfte es sein, sogar die Teilrente zu 99,99% anerkennt. Ja, und für mich liegt der Vorteil gegenüber dem Altersteilzeitmodell in der Teilrente darin, dass Sie ganz flexibel unter Abstimmung mit Ihrem Arbeitgeber die Altersrente in Anspruch nehmen können.
und weiterarbeiten. Sie können bei dieser 99,99% Altersteilrente, die Sie da wählen können, praktisch unter Verzicht auf 0,01% Monatsrente dann hier meist noch weiterarbeiten. Aber da sollten Sie bitte wirklich tatsächlich mit Ihrem Arbeitgeber sprechen. Ich gehe immer davon aus, aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland und des Fachkräftemangels, dass die meisten Arbeitgeber doch hier auch recht flexibel im Kopf sind und sagen, ja, den Mann oder die Frau muss ich behalten und deshalb lege ich denen keine Steine in den Weg. Aber oftmals ist es leider auch so, dass in Tarifverträgen oder aber auch in Arbeitsverträgen sogenannte Altersbegrenzungsklauseln drinstehen, die praktisch einen Doppelverdienst, also Rentenbezug plus Weiterarbeiten, dann schlichtweg unmöglich machen. Und deshalb wäre es also vernünftig, wenn Sie hier mit dem Arbeitgeber vorher reden, bevor Sie einen Rentenantrag auf eine Altersrente stellen. Ja, warum Hinzuverdienst-Turbo? Ganz einfach. Sie können, wie ich es schon gesagt habe, neben der Altersteilrente weiterarbeiten. Sie haben dann praktisch de facto zwei Verdienste und Sie sichern sich mit der 99,99% Teilrente zum Beispiel auch noch einen eventuellen Krankengeldanspruch ab, wenn Sie denn mal dann während Ihrer Beschäftigungszeit noch länger als 6 Wochen arbeitsunfähig erkrankt sind. Wichtige Voraussetzung dafür ist aber, dass die Teilrente bitte vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit gewährt worden ist. Ansonsten wird das nämlich nichts mit dem Krankengeld. Ja, meine Damen und Herren, der Vorteil bei der Verdienstvariante oder bei der doppelten Verdienstvariante ist auch noch ein anderer gegenüber der Altersteilzeit. Er liegt einfach darin, dass Sie diese Verdienstzeiten aus Ihrem Job noch später für eine höhere Rente angerechnet bekommen. Wenn Sie hier SV-pflichtig beschäftigt sind oder rentenversicherungspflichtig beschäftigt sind, das setzt das natürlich alles voraus, das ist ganz klar. Das heißt also, Sie haben hier praktisch Ihre laufende Altersteilrente plus laufenden monatlichen Verdienst und Sie bekommen aus diesem Verdienst heraus dann auch noch höhere Entgeltpunkte. Das bedeutet auch für den Fall, dass Sie eine Altersteilrente nehmen, die dann einen Abschlag hat, dass Sie diesen Abschlag gegebenenfalls über die zusätzlichen Entgeltpunkte aus dem Verdienst dann sozusagen teilweise kompensieren, voll kompensieren, werden Sie das meist nicht können. Aber, meine Damen und Herren, es hat natürlich auch einen ordentlichen Nachteil, diese ganze Variante mit dem Hinzuverdienst-Turbo. Altersrente plus Hinzuverdienst aus einer Beschäftigung müssen Sie versteuern. Das dürfte nun allen klar sein, meine Damen und Herren. Das heißt also, das Finanzamt wird hier letzten Endes auch bei Ihnen dann im Hinblick auf die Rente zulangen. Aber das Märchen, dass von der Rente dann nichts übrig bleibt, ist Unfug. Das haben wir nun auch schon sehr, sehr häufig in verschiedenen Vergleichsberechnungen erfahren dürfen. Und wir haben uns da auch mit guten und erfahrenen Steuerberatern, zum Beispiel dem Steuerberater Herrn Elias von Steuern mit Kopf, aus dem Internet dazu mal abgestimmt und der hat uns das auch bestätigt, dass meist dann doch von der Rente noch einiges oder vieles übrig bleibt. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres finden Sie wie immer in einem Textbeitrag auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen mit der Altersteilrente plus Hinzuverdienst-Turbo alles, alles Gute, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.